Jo, liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA. GTA San Andreas natürlich. So. Wir brauchen ein Auto vor allem immer wieder. Weil wir brauchen. Wir wollen eine neue Mission anschalten. Ich habe jetzt. Ja. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt keine Lust auf die. Halt. Na, verdammt. Hallo? Er hält an. Das ist gerade für die Ampel genau ruhig grün. Oh. Ja, war klar, dass du kommst das sehen. Hey, Mitch. Zero. Nein, ich will eine Mission machen. Simon, du hablo bien, ¿qué no? Get out of the damn way! Wir kaufen die Immobilie. Super, das war die Immobilie. Das war schon alles. Und ich dachte, wir wollten eine Mission machen oder so. Ja, Weltklasse. Super. Also müssen wir uns auch mit den Triaden. Also müssen wir uns auch um die Triaden kümmern. Bzw. mit den Triaden rumschlagen. Z, you wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Oh, Foto Opportunity. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich die Mission machen. Ich wollte eigentlich zu Zero. Aber, naja, dann müssen wir es halt auch nochmal mit dieser Mission umschlagen. Die kennen wir ja mittlerweile schon. Das Gute ist, wir müssen nicht nochmal fahren. Ah, Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass wir die Scheiße nicht nochmal fahren müssen. Sondern die Fahrt überbringen müssen. Wir haben sie ja schon einmal gemacht, quasi. Gut, da müssen wir sie nicht immer neu machen. Dann kriegen wir es hin in dieser Folge. Wahrscheinlich sogar, wenn wir jetzt nochmal fahren dürfen. Wenn ich jetzt nochmal Fahrt überspringen darf, gehen darf. Wo we going? Ja, das machen wir nämlich auch. Ah, oh, das tut so gut, dass man einfach weiß, man braucht die Fahrt nicht nochmal. Das war schon eine ewige Fahrerei, hin und her Fahrerei. Begibt sich raus nach Angel Pine, also da sind wir ja mittlerweile schon. Ah, oh, es tut so gut, es tut so gut. Starkes Auto. Ich wollte eigentlich in die Dings gehen. Wirklich auf Sach. Gut, dann brauchen wir die Mission. Brauchen wir die, können wir auch ein paar Mal wiederholen. Das ist ja nicht das Tragische. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie erleichtert ich gerade bin? Okay. Warte mal. Doch, da bist du da hoch, ne? Wir können ja klettern. Okay. Spiel. Gut. Fotografiere das. There it is, Holmes. Rod, you sherm head. This business is bigger than any gang, is it? Rod, little bitch. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Hey, who's the gringo?
I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Gut, wir haben die Fotos gemacht. Das ist das Wichtigste. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Super. So. Let me go. Dann haben wir das mit der Mission auch schon geschafft. So, müssen wir zurück in die Werkstatt oder haben wir natürlich müssen wir zurück in die Werkstatt. Ich fahre mal wieder hoch, weil wenn ich euch die Folge beende, fahre ich wieder hoch. Warte mal. So, wir sind da unten. Also müssen wir jetzt irgendwann rechts fahren und dann eigentlich fast nur geradeaus. So, gut. Ich glaube, ich bin so erleichtert, habe gerade die. Thanks, dude. Ich habe gerade. Ja. Ich bin froh, dass ich es gerade getafft habe. You a professional moron or just a gifted amateur? Ab mit der Karre. Wir könnten mal speichern. Wir wollen ja zurück zu. Nein, zurück zu nach Safiro, nach oben. Aua. Ist hier links oder was? Ja. You out your mind? Da muss ich jetzt da hin. Das ist mir fast klar, dass ich scheiß Taxi da. So. Das heißt, die nächste links fahren. Somebody gonna be mad at you for screwing up their ride. Aber wir machen nicht mit Zero weiter, wir machen mit den Triaden. Das müssen wir jetzt gleich rechts fahren und dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3. San Andreas. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was die Triaden noch zu bieten haben.